willkommen zum neuen Video. Ich habe hier heute ein Mega-Projekt. Also wenn ihr auch auf der Suche seid nach einem Adventskalender für euren Liebsten oder für eine liebe Freundin oder auch für die Kiddies. Also das ist hier jetzt im Landhausstil, sage ich mal. Und ja, ich beginne einfach mal es aufzumachen, euch zu zeigen. Und dann werde ich das anreißen, wie man es bastelt, weil ich glaube, wenn ich das komplett mit euch durchbasteln würde, ja, dann haben wir eine Zeit zusammen. Ja, also ich habe hier die kreativen Kränzchen aufgeklebt, doppelt, damit es so ein bisschen buschiger aussieht. Aus dem Pattern Play habe ich hier Advent ausgestanzt, ein schönes Saturnband. Ich öffne. So. Hier muss ich einmal nacharbeiten, das Designerpapier muss bis unter die Pappe daher. Ja, hier kommt erstmal ein kleiner Gruß, das ist einfach ein abgeschnittener C6-Umschlag mit einer kleinen Karte. Da kann man einfach nochmal eine schöne Adventszeit wünschen, einfach nochmal ein paar liebe Grüße. Na, jetzt wollen wir, jetzt geht's rein, genau. So, und dann schlage ich die erste Seite auf. Man muss es natürlich ein bisschen vorsichtig, sonst springen einem die ganzen Kisten auf. Man könnte es aber auch mit einem Kludert die kleinen Päckchen nochmal ja, zukleben, damit es nicht ganz so leicht aufgeht. Manche passen gut, also hier die klemmt auch so ein bisschen. Das ist eine kleine Pizzaschachtel und da verbirgt sich eine Mini-Schoki im Quadrat. Genau, das ist hier bei allen. Natürlich könnt ihr auch was anderes reintun. Liebe Sprüche fände ich auch ganz süß, aber diese quadratischen Schokolädchen, die passen halt super rein. Ja, ich blätter mal durch. Ihr könnt es auch mischen. Ich habe angefangen und hatte es dann leider 1, 2, 3, 4. Okay, nachher habe ich gedacht, wäre vielleicht schön gewesen, es zu mischen. Das kann man natürlich machen, wie man möchte. So, und das sind halt die 24 Kistchen. Ein richtig schönes Buch. Genau. Hier hinten könnte man noch mal was gestalten. Ich binde es wieder zu. So, das Ganze ist aus Grau, also mit Graupappe, damit es auch richtig schön stabil ist. Und das Designerpapier, was ich verwendet habe, nennt sich Weihnachten im Herzen. Hier sind alles meine Reste. Das ist ein ganz süßes Weihnachtspapier, weil das ist so... ja, so ein feines Design finde ich. Also schön klein gemustert, finde ich richtig hübsch und wie gesagt in diesem Landhausstil. Ja, wir beginnen. Wir beginnen. Ihr braucht also ein Päckchen Designerpapier, ihr braucht verschiedenen Farbkarton und Graupappe. Aber das gehen wir jetzt nach und nach durch. Ich schiebe es mal ein bisschen zur Seite. So. Graupappe. Graupappe findet ihr in unseren besonderen Designerpapieren, ist immer zur Verstärkung so ein großes 12x12 Inch, eine kleine Pappe, da, also eine große Pappe dabei und die habe ich mir zurechtgeschnitten. Muss ich mal gucken, genau, 14,85 x 14,85, zweimal und einmal 14,85 x 6,5. Ja, es ist ein bisschen kräftigere Pappe. Ich würde es jetzt nicht mit unserer Papierschneidemaschine machen. Ich habe da noch mal so eine große für, ja, wenn ich Großaufträge habe, die packen dann auch mal ein paar Farbkartons übereinander. Und ja, damit habe ich es geschnitten. Ihr könnt es aber auch mit einem Cuttermesser oder ähnlichem schneiden. Ja, dann brauchen wir Designerpapier. Unser 12x12 Inch Designerpapier reicht nicht. Wir müssen es ankleben. Ich habe mich jetzt hier, hatte ich dieses kleine grüne karierte Papier, finde ich also wirklich total süß und habe ich aber jetzt nicht mehr ausreichend gehabt. Daher verwende ich das mit den kleinen Pünktchen. Das finde ich auch ganz süß. Und zwar klebe ich mir das jetzt erstmal zusammen. Wir haben unseren Stamping Flink und Fest Plus. Der hält auch ein bisschen Spannung aus. Und da klebe ich das jetzt hier einfach übereinander. Ich ziehe mir einen Streifen. Ihr könnt auch Abreißklebeband oder den Tombow verwenden. So.
von Woll. Die Innenseite ist jetzt gestreift, aber das ist uns egal. Und wir müssen praktisch wie ein kleines Buch daraus zaubern. Unsere Graupappe. Etwa mittig. So. Ein bisschen Abstand, dass man es auch noch bewegen kann. Jawohl. So, und das klebe ich auf mit unserem Tombow. Da kann ich immer noch mal ein bisschen hin und her rutschen. So, ich würde sagen, ich beginne in der Mitte. Da spart nicht so sehr. Muss ja halten. Und unser Kleber ist ja toll, der quetscht ja auch nicht durch. Also wenn ich einen anderen Kleber nehme, der weicht mir manchmal das Papier ja auf. Daher ist der ganz gut. Nächste. So, ein bisschen Abstand. Und bei diesem Projekt ist es ganz ratsam, wenn ihr ein Geodreieck dabei habt, weil es sind ja 24 Päckchen, die so eingepackt werden, also nebeneinander geklebt werden oder auch hier. Und dann lege ich mir gern einfach immer mal so ein Geodreieck her. Genau. Das lassen wir einen Moment anziehen und dann schneide ich mir jetzt hier jetzt benutze ich hier unseren Flink und Fest Plus nochmal. Auf Spannung. Jawohl. Ich habe mir das Papier hier eingezogen. Das ist mal gerade. So. Wie ein Buch einschlagen. Ein bisschen schräg hier anschneiden.
da steht schon unser Grundgerüst. Ich würde jetzt gerne noch mal einen Streifen einkleben, damit das hier schön zu ist. Und zwar, jetzt muss ich mal schauen, welche Größen ich hier habe. Genau. War das denn? Ich wollte es gern nach innen legen. Ja, ich hätte es gern einmal komplett gezogen. Dann messe ich das nochmal gerade aus. Das wären hier 14. Mal einen Streifen auf 14. Und da er uns nicht ganz reicht, mache ich gleich noch einen auf 14. So, 14. Und hier fehlen uns wie viel Zentimeter? Ich sage nochmal 6, genau. Und den 14 mal 6 cm. So. Genau. Da hoffe ich, dass ich die Kante schöner hinbekomme wie bei meinem anderen. Da würde ich gerne mit Flüssigkleber arbeiten, weil ich nicht genau weiß, wie sich das Papier noch mal hin und her zieht. So. Und das ist auch ganz schön, wenn jetzt hier noch mal eine grüne Seite kommt, weil die Innenleger ja in, hier geht sie nämlich jetzt ab, bin ich wirklich gespannt, es funktioniert, weil da ist so viel Spannung hier und Bewegung. Mal schauen, ob wir es hinkriegen. Und diesen Streifen. Ich schneide den durch, damit er sich da ein bisschen bewegen kann. Schön ist dann natürlich, wenn man aus dem Buchbinden so ein festes Gewebe hat. Das ist, glaube ich, dann das Optimale. Ich glaube, so kriegen wir es auch schon hin. Also ihr seht, es sieht schon schön aus. So. Lassen wir es ruhig mal so stehen und trocknen. Genau. Der nächste Schritt sind diese roten Einleger. Es sind 3 Farbkartons und zwar in der Größe. Wir brauchen, jetzt muss ich mal gerade schauen, genau, in A4 3 Stück. Die kürzen wir von der kurzen Seite von 21 auf 13,85. Brauchen wir wieder unser Schneidebrett. Das lege ich schon mal kurz zur Seite. Und da brauchen wir auch alle 3, die muss ich jetzt kurz mit euch alle 3 durchwerfeln, 13,85, so, genau, und ihr falzt von jeder Seite bei 13,85. Und dann drehe ich es mir wieder 13,85.
1. Das lasse ich dann gleich wieder schneller nach vorlaufen. Die falzt da einfach mit dem Papierfalter nochmal nach. Das ist jetzt schön quadratisch, da passen dann 4 von unseren Pizzaschachteln jeweils drauf. Und die ziehe ich auch nochmal nach. So. Die 3 klebe ich jetzt aneinander. 1, 2, 3. Auch mit Flüssigkleber, dann kann ich noch mal schieben. Ups. Nicht so dicht an den Rand, dass euch der Kleber rausquutscht. So. Jawohl. Kleber rausbekommen. So. Und das ist der Buchrücken. Den beklebe ich jetzt mit Abreißklebeband, also diese 1, 2, 3. So, wo ist der Anfang? Jawohl. Abreißklebeband ist so richtig gut für Dinge zum Spannung, also wenn es Spannung aushalten muss, dann verlasse ich mich immer auf das Abreißklebeband. Ich auch nochmal rüber, aber da muss ich erstmal abziehen. Übersteht, kann man mal einfach nochmal nach innen umklappen und auch nochmal in die Richtung. Genau. Dann haben wir nämlich auch eine Verbindung geschaffen, falls sich der Kleber lösen sollte oder es zu schwer ist, dass es innen zu viel Zug bekommt. So, das kleben wir hier ein. Sucht euch die Mitte. Das ist natürlich mit Abreißklebeband. So, dann klebt ihr das hier mittig ein. Genau. Ich ziehe es nochmal gut nach. So ist okay. Wenn da so ein bisschen Zug drauf ist, finde ich das jetzt nicht schlimm. Ja, das sieht ordentlich aus. Schön, genau. So, der nächste Part sind die kleinen Mini-Pizzaschachteln. Die kleben wir hier, brauchen wir also immer 4 Stück auf jede Seite.
Und das sind 2 Zentimeter, die uns hier gegeben sind an Platz. Das heißt, die Mini-Pizzaschachtel darf 1 Zentimeter stark sein. Genau, damit wir die hier so unterkriegen. Immer also 4, 8, 12, 16, 20, 24. Genau. Wir brauchen von dem Designerpapier. Da könnt ihr euch aussuchen, da gibt es ja ganz viele verschiedene Muster aus dem Weihnachten im Herzen. Ich habe jetzt hier einfach mal ein paar ausgeschnitten, um es euch zu zeigen. 7 mal 13 cm. Und ihr mischt die am besten, also wirklich dann immer schön gemischt, dass das schön bunt aussieht. Ich habe es jetzt hier rot, weiß, grün gemischt. Also da könnt ihr selber sortieren und mischen, wie ihr möchtet. Genau. Wir falzen zuerst 1 Zentimeter ringsherum. Messer weg. Wie gesagt, einmal komplett. Und von diesen Pizzaschachteln braucht ihr 24. Und das ist halt eine kleine Fleißarbeit, aber das geht schnell. So, dann falzen wir bei 5 und bei 6. Nein, bei 6 und bei 7. Bei 6 und bei 7. So, ich mache 2 Stück. Falze ich mit euch, das kann ich jeder schneller vorlaufen lassen. Die ich jetzt hier gefalzt habe, gehe ich mal zur Seite, schneide ich ein. Jetzt brauchen wir praktisch die kleinen Klebelaschen. Ihr könnt entweder kleine Dreiecke rausschneiden oder ihr könnt es auch einfach nur einschneiden. Also das ist so klein und minimal, wie ihr es gewohnt seid. Falzen wir gleich wieder mit unserem Papierfalter etwas nach. Sind wirklich kleine Boxen. So. Mit dem Tombow auf die Klebelaschen ein Tröpfchen und so ein bisschen verreiben. Genau. Tröpfchen. Wer jetzt gut gefalzt hat und gut ordentlich geklebt hat, da passen die Boxen dann auch. Wieder die Klebelaschen nach innen legen, Pünktchen drauf. So. Wenn ihr so richtig fest am Arbeiten seid und diese 24 Stück machen wollt, dann nehmt euch ein paar kleine Klammern. Das fand ich immer ganz praktisch. So, zack, zack, dann braucht ihr auch nicht halten. Und macht einfach die Klammer dran. Hier oben, das ist der Deckel vom Pizzakarton. Auch noch schnell, dass wir wenigstens 2 Stück einkleben können. Ich lasse euch schnell wieder vorlaufen.
So, ihr könnt die Boxen jetzt hier zuklappen. Wir machen natürlich erstmal ein kleines Schokolädchen rein. Genau. Und wenn ihr dies in der Länge reinstellt, dann ist es ein bisschen stärker unter Spannung und bleibt, glaube ich, besser zu. Ich hoffe, mein Gedankengang war jetzt richtig. Ja, ich glaube ja. So hatte ich es ausprobiert. Klein und fein. Nächste. So. Es ist gut, wenn sie so ein bisschen knapp sitzen. Das ist prima. Genau. Dekoriert habe ich diese 24 Boxen mit der Kreisstanze. Das ist die 1,5 Inch. Und dann habe ich mir passend zu unserem Designerpapier in Weiß, in Glutrot und in Waldmoos. Da hatte ich mir dann ganz viele ausgestanzt und habe dann immer geguckt, auch welches passt am besten, was gefällt mir am besten dazu. Genauso die Zahlen, die habe ich ausgestanzt mit dem Set Pattern Play. Und das ist einfach genial. Das sind nämlich Zahlen, Buchstaben und die haben eine wunderbare Größe und das fallen auch richtig gut raus. Da braucht man nicht rumzupfeln oder irgendwas. Also ist echt richtig schön. Genau. Denn hier ist zum Beispiel was haben wir hier, eine grüne 1. Passt das? Ja. Und vielleicht eine rote 2 hätte ich gern gehabt. Ich habe jetzt nicht so viele ausgestanzt. Dann wird das vielleicht zum Beispiel die 3. Genau. Da stanzt euch vieles aus und fangt einfach an zu spielen. So. Hier auf die erste Seite würden wir das jetzt. Oh, ich sehe gerade, wir haben ein bisschen schief eingeklebt. Die 1. Ordentlich Tombow drauf. Mit dem Geodreieck hatte ich mir dann den Abstand gemessen. So, genau. Dann nehme ich das für die nächste. Genau, Öffnung nach unten. So, habe ich den Abstand etwa gleich. Bisschen Augenmaß, jawohl. Dann klebe ich mir unsere Kreise auf. Schön ist, wenn die Schokolade schon drin ist, dann könnt ihr auch ein bisschen fester drücken. Zahlen habe ich jetzt auch einfach mit unserem Tombow. Brauche ich nicht so viel Kleber hin und her wechseln. Wir wollten ja jetzt mal ein bisschen hin und her suchen, aber da habe ich jetzt, glaube ich, nicht. Also mischt so ruhig die Zahlen. Ich finde es schöner, wenn sie ein bisschen verwuschelt sind, aber ich habe es jetzt nicht her. Keine Zahl, die ich jetzt verwenden kann. Ich habe noch nicht genug ausgestanzt. Genau. Hier kämen dann 2 und 3 oder wie gesagt, könnt ihr ja gut mischen. Und dann passen die auch gut so, wenn hier noch 4 Stück sind, wirklich gut aneinander und die drücken sich dann auch so ein bisschen fest. Und das finde ich ganz, ganz praktisch. So, was ich gemacht habe, ich habe mit den kreativen Grenzen, habe ich hier auch schon bereit liegen, genau, kreative Grenze, das ist das Set. Daraus habe ich diesen kleinen
Das sind so ganz feine Zweige. Den habe ich mir zweimal ausgestanzt in Waldmoos, Farbkarton Waldmoos. Ich finde, das würde hier auch wieder ganz gut dazu passen. Und Advent, auch wieder aus dem Pattern Play, habe ich diesmal in Grün. Genau, klebe ich jetzt hierher. Bevor ich die aufklebe, verwende ich noch unser grünes Band. Ihr könnt natürlich alles, ihr könnt knallrot nehmen oder in Grün. Dieses Grün, das ist auch aus unserem Herbst-Winter-Katalog. Schräg gestreiftes Geschenkband, genau. Wisst ihr was? Ich klebe es jetzt erstmal auf. Wir brauchen wieder Abreißklebeband. Da ist es. Jetzt halte ich mir das nun mal, dass ich von den Abständen her, legt euch das schon mal so zurecht. Hier wäre dann mein Kränzchen. Jawohl. Etwa mittig. Messt ihr euch so aus, dass es gut einmal drumherum passt. So. Ich glaube, das hellere möchte ich gerne vorne haben. Ja. Habe ich den schon abgezogen? Nein. Jetzt Advent. Auch wieder mit Tombo. Mehr Abstand. Ihr könnt euch dann auch Linien oder so ziehen. Wir haben ganz wunderbare, viele weihnachtliche Sets. Ihr könnt natürlich auch noch stempeln und vieles dekorieren. Also da könnt ihr einfach noch ja, sehr viel Zeit reingeben und ein bisschen ausdekorieren. So, oh, Advent. Dann habe ich hier noch die Kränzchen.
fertig. Ich hoffe es. Hier sind immer mal so Ecken, wo es ein bisschen dicker ist. Da könnt ihr ganz gut den Kleber drauf machen. So, natürlich nicht identisch draufkleben, sondern dass ein bisschen das buschiger wirkt. Beim letzten hatte ich es auch noch mal extra ein bisschen hochgehoben. Das könnt ihr hier auch mit dem Aufhebhelfer machen. Das noch mal so ein bisschen aufstellen, genau. Ich mag ja total gern so Kränzchen. Wenn man die vorne auf eine Karte macht, ist man ja schon fast fertig, ne? Total süß. Und diese kreativen Kränze, die sind auch für das ganze Jahr. Also das sind die Sprüche von Weihnachten, lieben Dank, beste Wünsche von Herzen, sogar frohe Ostern. Also das ist so ein Set, was ihr wirklich das ganze Jahr nutzen könnt. Hier innen würde ich es auch noch mal ein bisschen aufstellen. Genau. So, ihr könnt, ich habe hier zum Beispiel rote Strasssteine verwendet. Es ist bei dem Set auch kleine Kreise oder irgendwas dabei. Ihr könntet dann so Perlen ausstanzen. Da könnt ihr euch was einfallen lassen. Genau. Ja, ich habe bei dem letzten, genau, da habe ich, ich muss immer mal hin und her switchen, weil doch so vielerlei ist. Und zwar habe ich hier diesen lieben Gruß jetzt eingelegt. Das machen wir auch. Ein C6-Kuvert. Klebt da ruhig zu. Also ich mache ihn jetzt einfach mal ein bisschen nass und klebe es zu. Jawohl. Und schneide es mir, kürze mir diesen Umschlag auf. Oh, ich messe jetzt gar nicht groß aus. Ich mache mir eine kurze Notiz da. Jawohl. So, dann habe ich mir gekürzt. Und ich habe ja noch meine 1,5 Inch Kreisstanze hier. Da mache ich mir so eine Einschubhilfe. Mittig stanze ich mir hier einen Halbkreis aus. Genau. Habe einen roten Farbkarton in 11 x 12,3 und den Farbkarton in Weiß 10,4 x 11,7 und ich habe, genau, die Fähnchenvielfalt, die habe ich ja hier liegen. Da habe ich das Bussi rausgenommen und auch den kleinen Umschlag, also das ist so eine kleine nette Weihnachtspost und auch das Mützchen. Da ein ganz mini kleines Weihnachtsmützchen. So. Ziehe ich mir jetzt hier mal gerade auf. Zack, zack, zack. Ein bisschen groß. Glutrot das Stempelkissen. So, auf den Umschlag. Dann sieht man gleich nach. Hier ist noch eine liebe Post für mich. Das kleine Weihnachtsmützchen. Und auf die Innenkarte das Bussi. Klebe ich mir das hier auf. Weil wenn man so einen Adventskalender verschenkt, dann hat man auch eine Botschaft und will was ganz Liebes sagen, ne? Und dann kann man ja natürlich hier auch einfach nochmal eine schöne Adventszeit wünschen. Mit unserer Trio-Stanze, die habe ich eigentlich immer hier am Tisch liegen, weil ich die immer wieder brauche. Das hier, das bisschen breitere Loch, da kann man auch gut ein Band durchziehen. So, ich lege mir die Karte mittig ein. Jetzt muss mein Augenmaß passen. Ansonsten könnt ihr euch auch immer mit einem Bleistift kleine Notiz machen.
Ich habe hier ein Stückchen von unserem Leinenfaden. Das ist richtig, der ist knallrot. Genau, geflochtenes Leinenband. Der ist auch aus dem aktuellen Herbst-Winterkatalog. So, dann knicke ich einmal in der Mitte, schiebe es durch. Und dann habe ich hier ein schönes Bändchen. Ich kürze mir das Ganze. Ist ja nur so eine Schiebehilfe. Jawohl. Ist drin. Ein bisschen von unserem Tombow. Und so klebe ich mir das hier vorne ein. Öffnet. Ihr müsst es dann natürlich noch füllen. So, das wäre das zweite. Und dann könnt ihr entscheiden, welches Designerpapier euch besser gefällt. Also mir gefällt dieses helle sehr gut. Es hat wie was, wie gesagt, von Landhausstil. Ich hatte jetzt aber nicht mehr ausreichend von diesem karierten da. Die roten Pünktchen finde ich aber auch sehr, sehr niedlich. Ja, könnt ihr selbst entscheiden. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachwerkeln. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, meldet's. Schreibt mir in die Kommentare. Ja, ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Abo da, einen Daumen hoch und ich freue mich dann aufs nächste Mal. Ja, viel Spaß beim Verschenken. Tschüss!